Ärgster Gegenspieler. Unangenehm war Fernando Trojanski. Also okay. Der ist mir egal, wo er gespielt hat. Fernando war immer mein Manndecker. Der ist mal, wenn ich zur Bank gelaufen bin und etwas trinken wollte, ist er neben mir gestanden. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob er auch was trinken will, weil wir doch beide sehr viel gelaufen sind. Das Orge war beim Fernando, der hat gleich bei mir um die Ecke gewohnt. Dann läuft das ganze Spiel hinter mir her und am Abend, ich fahre mit dem Auto in die Garage und wer geht spazieren, der Fernando. Und denke mir, jetzt lass mich wirklich in der Ruhe. Das habe ich ihm dann auch gesagt, du, jetzt ist genug. Sehr schön. Ja, und ansonsten waren halt schon also in der Champions League-Zeit, wenn man sich die Mannschaft von Juve oder Bayern damals anschaut, das waren schon Top-Spieler.